Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Spielevorstellung und heute haben wir Need for Speed. Er spielt auf der Xbox One und natürlich vom Zoo Cruiser. Hey ho, Leute. Ja, danke erstmal, dass ich dieses Gameplay von dir erhalten habe. Du konntest das ja schon auf der Xbox ausprobieren. Du kannst ja mal ganz grobe Eindrücke von den ersten Stunden mir und unseren Zuschauern mal erläutern. Schieß mal einfach los. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, kommt wieder ein richtig geiles Racer-Feeling auf. Viele Leute haben ja bei Rivals immer gesagt so, ja, Geschwindigkeitsfeeling kommt nicht so rüber und bla. Und die meisten Leute sagen ja auch immer so, wenn die Need for Speed vor Augen haben, Underground ist the best, so ungefähr. Und das Feeling kommt hier auf jeden Fall wieder rüber. Sieht man auch schon im Hintergrund, alles ziemlich regnerisch und düster. Ist ja schon fast wie, als wenn wir Batman zocken würden. Und ja, du wolltest halt auch ein Tuning direkt am Anfang sehen. Das mache ich jetzt auch. Aber, Leute, jetzt könnt ihr erstmal mit echten Schauspielern eine Cutscene genießen. Ja, danach, das ist so geil. Danach können wir weiter labern. Genau, das ziehen wir uns erstmal rein. Und ich bin ja selber erstmal ein bisschen gespannt, was da kommt. Du drehst jetzt noch ein bisschen die Kamera, dass man das Auto noch ein bisschen sieht. Ja, ich bin ruhig. Ladebildschirm auf Doom. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Und es lädt immer noch. Wow, Wahnsinn. Ich weiß. Hey, Max. Ja. Gut gemacht. Ich wette, dafür hast du den ganzen Tag gebraucht. Ich dachte, ein bisschen Inspiration könnte nicht schaden. Yo. Hey. Yo, was geht ab, T? Fantasierennen. Nakai-san gegen Magnus Walker. Wer gewinnt? Komm schon, das ist doch uninteressant. Du brichst mir das Herz, Kleiner. Nein, das ist eine faule Ausrede. Ich fahre gegen Nakai-san, wann ich will. Es sei denn, nun, Magnus fährt ein RWB. Dann ist nämlich Essig. Ah, du lernst dazu? Naja, ich hoffe einfach, dass ich eines Tages einen Wagen bauen kann, der halb so gut ist wie von Nakai-san. Was habe ich dir gesagt? Unser einziges Limit ist die Vorstellungskraft. Apropos Limits. Ich habe mal nachgedacht, was man braucht, um einen Motor so richtig zu tunen. Ich rede von abartiger Power. Ganz simpel. Ein Haufen Kohle und ein Haufen Arbeit, das ist alles. Was mich ärgert ist, dass wir uns so hängen lassen. Wir sind nicht hier, um bloß auf Nummer sicher zu gehen. Denk mal nach. Der Ruf, den du für die Kohle brauchst, um so einen Wagen zu bauen. Dafür muss man hart kämpfen. Sorry, Mann. Hab die Stimmung ruiniert. Ja. Dieser Kerl, Mann. Yo, 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 yo. Und das finde ich eben so genial, dass du dein Auto so in Szene setzen mit echten Schauspielern. Das hat auf jeden Fall EA richtig klasse gemacht. Need for Speed hat auf jeden Fall eine richtig lange Geschichte und nicht nur arcademäßig, sondern auch richtig Simulationsspiele waren ein großes Portfolio von Need for Speed. Und was viele halt immer wollten, und das sehen wir hier, ist das Tuning. Und das kannst du ja mal sagen, man kann ja wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel machen an diesen Autos, ne? Ich sehe es gerade. Ja, ich zapp da gerade quasi durch, damit man mal kurz sehen kann, was man alles machen kann. Viele Sachen natürlich erst mit einem hohen Level. Und hier zum Beispiel die Schweller oder so. Und ja, jetzt sind wir ja bei dem schönen Punkt angekommen, gleich mit dem Nummernschild da. Ja, sehe ich gerade. Und Spoiler bin ich jetzt gerade. Jetzt gehst du zum Nummernschild und was kommt da rein? Ich lass mich mal überraschen, was du da für einen Blödsinn machst. Ein M? Du bist verrückt, du bist so verrückt. Ja, muss doch sein. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. 3, 2, 1, zack, ein Maximus. Maximus ist on the tour. Ja, für PC-Spieler ist es auf jeden Fall so, dass ihr noch auf jeden Fall warten müsst. Also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen warten, weil die ja noch ein bisschen mehr Performance und grafische Effekte reinbringen wollen. Aber ich sage mal, ey, das sieht jetzt schon richtig nice aus. Also man muss manchmal schon echt überlegen, ob es jetzt echt und nicht echt ist. Und es wirkt auf jeden Fall schon sehr, sehr erwachsen. Und das, was die Leute auf jeden Fall wollten, Tuning. Und man hat ja einen Platz von 5 Autos. Ihr müsst quasi euch ein bisschen entscheiden, welche Wagen ihr nehmt. Das bedeutet, man haut ja die Spiele heutzutage so voll mit Tausenden von Autos und schafft eigentlich gar nicht, alles für sich zu entscheiden. Und hier kann man nochmal schnell sehen, ihr oder euer
fahrerische Skills, sehe ich jetzt gerade. Handling könnt ihr selber noch ein bisschen gestalten. Wollt ihr mehr driften und wollt ihr halt schnell unterwegs sein? Und das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Punkte und wie ihr euch dann quasi entwickelt. Ihr müsst euch aber im Endeffekt in allen Bereichen irgendwo hochleveln. Ja, die optischen Tunings haben keine Auswirkungen auf das fahrerische, aber ihr könnt, wie gesagt, hier auch noch ein bisschen am Motor was bauen. Also viele, viele Möglichkeiten. Und schade finde ich aber, dass man das Spiel nur bei Nacht spielt. Es gibt ja noch so ein bisschen den Übergang zwischen früh und abends. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder raus und der obligatorische Bildschirm kommt. Ein Fotomodus würde mir auch gut gefallen. Ist ja auch ein Spiel, was immer online sein muss, ja. Und die Story, ja, ihr wisst ja, Autorennspiele und Story sind nie richtig gut. Was kann man dazu sagen? Also ihr fahrt quasi, also ihr seid ein Low-Budget-Fahrer und müsst euch quasi gegen andere irgendwo ein bisschen bewähren, ne? Ja, genau. Das wurde ja auch gerade, deswegen war die Cutscene auch so passend. Die haben halt da von dem besten Fahrer gesprochen, die haben davon gesprochen, dass man sich den Ruf erarbeiten muss und man hat hier wirklich wieder so, nicht so diese Speedlist, aber so, ja, vom Prinzip schon, du arbeitest dich halt hoch, du wirst halt immer besser, musst immer gegen andere Gegner fahren und. So, und hier pace ich dann einfach mal ein bisschen durch die City und da sieht man zum Beispiel auf der Map diesen Fotoapparat, das sind so Side-Missions, wo du halt Bonuspunkte kriegst, indem du, weil du sagtest gerade Fotomodus, den gibt es quasi. Hier muss man halt ein Foto schießen, genau an dieser Stelle, und dann stellst du dich dahin und dann knippst der und dann kriegst du für den Schnappschuss Points und Schnappschussmodus ist im Spiel integriert. Du kannst Ich meine jetzt so Fotos, wenn ich jetzt irgendwo an einer schönen Szene stehe. Ja, und kannst du. Gibt's. Ja, gibt's. Der, Schnappschussmodus ist ja drin in dem Spiel. Ah, dann habe ich mich ein bisschen geirrt. Aber ich muss sagen, es sieht richtig nice aus. Wirklich. Auch das Regen, wie das dann auf den Fahrzeug so ein bisschen runterprasselt. Also ich habe so richtig Bock drauf, wieder ein bisschen Need for Speed zu spielen. Und ich denke mal, das Fahrerische ist es sehr arkadisch, ne? Das kann man schon sagen. Kannst du aber, wie gesagt, so einstellen, dass, dass sich das ein bisschen wie eine Simulation anfühlt. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Leute, außer die Spiele wie Need for Speed Shift und so, ist Need for Speed kein Rennspiel, was Simulator irgendwie ähnlich ist. Das ist und bleibt ein Arcade-Game und das finde ich auch gerade so geil. Da macht das Driften richtig Spaß, dann macht das Racen mit Kumpels Spaß. Darauf ist das Spiel basiert und nicht auf, wir wollen Simulator machen, weil wer kann denn erwarten, dass man bei Need for Speed so eine Lenkung und so ein Fahrphysik drin hat wie in Assetto Corsa. Das ist Schwachsinn. Genau. Das wollen die ja gar nicht. Das wollen die. Hier ist wirklich Action angesagt. Des Weiteren kommt ja im November ein großes Update für Need for Speed, weil gerade die KI, das ist ja wie gewohnt eine Gummiband-KI, einen gefällt es, den anderen nicht. Bei solchen Spielen ist es auf jeden Fall nicht so schlecht. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Freund davon. Aber die wollen so halt ein bisschen abriegeln, also ein bisschen nachvollziehbar machen und nicht so stark. Weil wenn du einmal irgendwo einen Fehler gemacht hast, dann hast du wirklich Probleme, ja, wirklich Probleme. Gummiband-KI ist natürlich immer so, dass immer wieder Action ist, ja. Nicht, dass man einfach so mit seinem Wagen vorausfährt und dann ist man weg und nichts passiert. Das wäre für den einen oder anderen auch ein bisschen langweilig, aber auf jeden Fall gehört es eigentlich zu Need for Speed, ne? Also habe ich jetzt die Erfahrung gesammelt bei so einem richtigen Simulationsspiel und das sehe ich schon. So eine richtige Zerstörung der Autos gibt es eigentlich nicht, ne? Ne. Ja, das wollen die Hersteller nicht, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass die so viele originale Firmen reingebracht haben. Nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Tuning-Hersteller sind hier auch an Bord. Mal sehen, was das Spiel alles noch so bringen wird. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf. Du wirst ja auch noch ein paar Videos auf deinem Kanal machen. Ja, ich habe auch schon eins rausgebracht. Und ja, da kommen noch ein paar. Ich habe halt über EA Access die Möglichkeit, 10 Stunden zu spielen, zu probieren. Und da baue ich einen Unfall und das sieht dann aus wie bei Burnout. Ja, genau. Und danach ist das Auto wieder heil. Du hast, gut, ganz heil sind die nicht, ne? Die haben schon ein bisschen Kratzer und Verbeulungen vorne. Das sieht man halt im Dunkeln immer so schlecht. Muss man gleich gucken, ob man das Auto von vorne sieht. Nee, aber ich habe halt die 10 Stunden, die ich zocken kann. Und ich habe auch nicht vor, mir das komplett zu kaufen für die Xbox. Weil ganz einfach, ne, hier auch so ein Maximus das später zocken möchte und ich habe einfach keine Lust, das Spiel wieder doppelt zu kaufen, nachher nochmal für den PC und so.
Deswegen, ich genieße diese 10 Stunden, nehme dann noch ein paar schöne Videos auf und ja, freue mich dann auf die PC-Version. Genau, dann könnt ihr unten in die Kommentare, findet ihr auf jeden Fall den Kanal vom Zoo Cruiser. Und ja, das Driften, das fühlt sich das so an wie bei Rivals oder ist da wirklich ein bisschen anderes Fahrgefühl? Hat man vorhin ja auch gesehen, bei dieser Fahrzeugabstimmung hast du die Möglichkeit, dein Fahrzeug eher ausbrechen zu lassen oder eher auf Grip zu gehen. Und wenn du da genau das für dich findest, kannst du den ideal im Drift halten. Das heißt, du setzt den Drift einmal kurz an mit der Handbremse und dann brauchst du eigentlich nur noch Gas geben und halten und der fährt einfach die Kurve rum und dann passt das halt. So, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Jetzt nochmal, das Video wird ja jetzt auch bald zu Ende sein. Dein kurzes Fazit, ist es wieder back to the roots, also zurück zu den Wurzeln bei Need for Speed oder haben sie es ein bisschen verschlafen? Also ich muss sagen, selber hier mit dieser Story und Co. ist nicht unbedingt so meins, das war auch nicht bei Underground so meins, aber die Stimmung allgemein vom Spiel ist im Gegenzug zu Rivals, wobei Rivals, muss ich halt sagen, ich selber nicht schlecht fand, um einiges besser. Also da würde ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung sogar aussprechen, weil das wirklich sich lohnt später. Also haben Sie quasi aus den Fehlern und aus der Kritik der Medien eine ganze Menge herausgeholt und versucht so in den 2 Jahren, also die haben ja eine Pause eingelegt, das ist ja so, dass eigentlich jedes Jahr Need for Speed irgendwie rauskam, wie bei Call of Duty und sonstige Spiele. Und diese Zeit haben Sie wirklich genutzt, um das Spiel mit Inhalten und quasi das Tuning, das Auto selber individuell zu gestalten, ja, hinbekommen. Also ich würde auch sagen, das ist ein Spiel, worauf ich mich freue. Langzeitmotivation ist auf jeden Fall gegeben, wenn man mit seinem eigenen Auto nicht jedes Mal ein anderes Auto kauft, sondern dieses Auto. Also ich werde mir versuchen, irgendwie Golf oder so zu holen, auf jeden Fall. Gibt es einen Golf überhaupt? Golf 1 habe ich auf jeden Fall gesehen, ja. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall holen und dann mit euch gemeinsam, vielleicht ein paar Runden zu drehen. Hier sieht man nochmal diesen schönen, ja, was war das? Subaru, ne? Das ist ein Subaru BRZ, genau. Ja. Genau, jetzt sind wir fertig und ich bedanke mich erstmal für das Video, Zoo Cruiser, und schaut denn einfach mal bei Zoo Cruiser vorbei. Mit den Worten, mach ich einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.